Hallo, in diesem Video möchte ich euch heute zeigen, wie ihr SCP nach euren eigenen Wünschen verändern könnt. Das ist recht einfach. Nachdem ihr SCP heruntergeladen habt, habt ihr wahrscheinlich ein Win oder also ein ZIP oder ein RAR-Verzeichnis mit dem Ordner SCP-087B darin. Diesen öffnen wir. Nun werden wir sehen, dass da viele verschiedene Dateien und Verzeichnisse drin sind. Die SCP-Exe, das ist das Spiel, eine Options-INI, die werden wir nachher noch brauchen, das Icon, den SFX-Ordner mit den Soundeffekten aus SCP und den GFX-Ordner mit den ganzen Bilddateien aus SCP. Ihr werdet bestimmt sehen, dass ich hier schon was verändert habe. Das wird auch ganz lustig, wenn ihr es verändern, denn im Spiel wird es dann auch anders. Wir nehmen jetzt hier einfach mal die Wand, gehen hier unter Windows 7 auf Datei, öffnen mit, wählen Paint aus. Jetzt haben wir halt das mit Paint geöffnet. Jetzt können wir was Lustiges auswählen. Wir können jetzt hier zum Beispiel drauf rummalen. Ich mache jetzt einfach mal. Nehmen wir mal so ein komisches Creme-Zeug da. Machen jetzt hier ein Smiley drauf. Ich muss es leider so rummachen, weil beim ersten Mal habe ich es probiert. Das ist allerdings kopfüber erschienen. So. Machen jetzt mal ein Smiley drauf. Vielleicht wollen wir noch was hinschreiben hier. Wie wäre es mit? Also kopfüber kann ich am Computer schlecht schreiben. Hier so rum. So, jetzt haben wir die Datei verändert. Jetzt gehen wir oben auf das X, speichern es aber bevor wir schließen. Dann werden wir sehen, hier hat sich das auch verändert. So, dann machen wir das. Entschuldigung, aber es wollte anscheinend gerade nicht so wie ich will. Egal. So, jetzt haben wir die Bilddateien verändert. So, nun machen wir uns. Jetzt zeige ich euch erstmal das Spiel so. Es lädt jetzt. Sollte laden. So, es lädt. Nun, wenn wir uns umdrehen, stehen wir bereits. Stehen wir bereits, die Tür hat sich verändert. Hier steht Hallo drauf. So, nun gehen wir weiter. Gut, sind wir schnell. So, jetzt sehen wir auch hier, auf der Wand ist gekritzelt. Dann werdet ihr auch sehen, warum ich das Seitenverkehr gemacht habe. Hier ist es allerdings halt gespiegelt, aber es ist ja nicht weiter schlimm, dann erkennt ihr, was drauf steht. So. Das passt jetzt erstmal zu den Bildern. So, hier. Beenden das Ganze nochmal. So, dann haben wir die SFX-Datei. Ihr werdet hier eine Datei namens music.ogg finden. Die ziehen wir raus. Einfach rausziehen. So. Die habe ich ja gelöscht. Nun haben wir hier. Jetzt können wir eigentlich unsere eigene Musik einfügen. Ich habe hier jetzt aus Minecraft-Class rausgenommen die Piano 2.wma. War vorher halt auch ein OGG-Datei. Nun, jetzt müssen wir sie aber wieder an ein OGG. Nach OGG konvertieren. Dazu wählen wir Format Factory, das kann man sich auch kostenlos herunterladen. Ich habe jetzt allerdings vergessen, wo ich das her habe, also da muss ich dann nochmal nachforschen. So, nun haben wir hier Format Factory geöffnet, ziehen die Piano.wma rein, wählen hier bei Konvertieren OGG aus, klicken auf OK und nun starten wir das Konvertieren. Das sollte jetzt recht schnell gehen. So, nach 3 Sekunden ist es fertig. Jetzt sollten wir hier, normalerweise in dem Ordner FF Output, da gehen wir unter Dokumente, FF Output. Also es sieht jetzt nicht wirklich aus, dass hier eine OGG-Datei wäre. Egal, dann geht, es gibt auch einen anderen Weg. Wir können hier, wir gehen auf das Startmenü, geben ein C, C Doppelpunkt, umgekehrten Schrägstrich, dann Users, dann gebt ihr euren Namen ein, Schrägstrich, und dann halt die den Namen von der Datei. Die ist, müsst ihr jetzt hier, Piano 2, da haben wir sie schon.
die ziehen jetzt auf den Desktop. Und dann, ja gut, wir hätten sie auch gleich hier reinziehen können. Egal, dann ziehen wir sie halt vom Desktop nochmal hier rein. Benennen sie um in music.ogg. Dann ist sie hier drin. Jetzt haben wir sie bereits ersetzt. Ja, jetzt haben wir unser eigenes Lied da drin. So. Jetzt starten wir das, jetzt starten wir SCP nochmal. Und wir werden sehen, das Lied ist drin. Nach einer kürzeren oder längeren Ladezeit. So. You are now inside the SCP-087-B. Please proceed with caution. Und wie ihr bereits hört, unser Lied ist drin. Ihr solltet das hören. Die Datei hat sich verändert, die Musik in dem Spiel. So. Machen wir das Spiel wieder aus. Und jetzt haben wir noch eine Datei, eine options.ini-Datei. Ini weiß ich nicht, wofür es steht. Jedenfalls ist es eine Textdatei. Und dann haben wir die Optionen von SCP. Ja, unter anderem können wir hier wählen, wie hell es sein soll oder wie dunkel. 0 ist das dunkelste, 255 ist das hellste. Ich habe mich dann für 100 entschieden. Das ist das, was ihr gerade gesehen habt. Und dann hier noch die Geschwindigkeit, mit der wir uns fortbewegen. Der Standardwert war 20. Ich habe mir dann gedacht, ja, 50, weil ich vorher 500 gemacht hatte. Und ihr werdet sehen, warum man das nicht machen sollte. Das zeige ich jetzt auch warum. Wir starten jetzt das Spiel. Entschuldigung. Starten das Spiel. So. You are now inside the SCP-087-B. Please proceed with caution. Was wir jetzt allerdings nicht machen dürfen, ist jetzt mit der Geschwindigkeit einfach hier rein, weil es... Ja. Wir sind nämlich in diesem komischen leeren Gedöns da hängen geblieben. Wir sind tot. Also, machen wir lieber den Standardwert. 20. Ich belasse es bei 50, weil es geht auch relativ gut. So. Fertig. Das war's auch schon wieder. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Wiedersehen.